Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Conan Exiles Mods kurz vorgestellt. Heute geht es um das Mod Fence Gates. Ja, also um kleine Gates wie das hier, eben in halber Höhe, die die typische Höhe von einem Zaun haben, einem Fence im Englischen. Das Mod selber ist, ich hole es mal ganz kurz hier in die Ansicht. Na. Da ist es. Das Mod selber ist von 2019, Anfang 2019, ist also schon sehr lange vorhanden, ist das letzte Mal abgedatet worden vor anderthalb Jahren, aber es funktioniert noch problemlos. Wie viele Baumods benötigen auch das nicht jedes Mal, wenn ein Patch von Funcom rauskommt, hier zwingend ein Update, damit es weiter funktioniert. Und man sieht es, glaube ich, sogar in den Kommentaren, hat hier der Autor irgendwann gesagt, okay, er wird nochmal ein Update fahren, und das war dann eben auch 2020. Aber es funktioniert noch problemlos. Ich verwende das in allen meinen Gameplays, eben weil es hier, man sieht hier die verschiedenen Tore, also diese Zauntore, ja, zur Verfügung stellt. Schade, es sind wirklich nur drei Arten, nämlich einmal dieses einfache für Tier 1, dann das mit verstärktem Holz Tier 2 und dieses gitterartige für Tier 3. Gehen wir mal zurück ins Gameplay. Und zwar, wo ich es auch verwende, ist, der ist in die Erde eingesunken, auch schön. Wie ihr seht, das hier sind auch diese Fence Gates. Ja, eben ohne eine Türe. Ja, und ihr seht, ich benutze das hier als eine Art Zinnenersatz im Tier 2. Ja, hat den Vorteil, wenn man hier jetzt zum Beispiel Archer positioniert hat, die können dann hier rechts und links durchaus rausschießen, was sie auch regelmäßig machen. Also da kann ich garantieren, das funktioniert. Und ihr seht da drüben auch, ich habe überall hier diese Fence Gates, diese Frames, diese Rahmen als Zinnenersatz benutzt und funktioniert toll. Und natürlich dann aber auch klassisch wirklich eben als Durchgang und eine Begrenzung, wenn man einen Zaun hat. Im Originalbauset müsste ich jetzt ja hier einen Frame hinbauen für eine große Türe. Und mal gucken, wo habe ich denn das noch im Einsatz. Hier haben wir überall bloß die Frames und hier dann eben wieder wirklich mit Türe. Ich mache das eigentlich aus einem ganz einfachen Grund, damit mir meine Leute hier nicht spazieren laufen. Ja, und sie wirklich in Position bleiben. In der letzten Zeit, toi toi toi, springen sie auch nicht mehr runter. Also man hat hier, die sind auch eingesunken, man hat hier zwei Funktionen sozusagen. Einmal wirklich diese Türfunktion. Ich kann das noch in einem anderen Baumod zeigen. Gehen wir mal hier hin. Kleinen Moment, sind gleich da. Und zwar, jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass ich was Falsches erzähle. Und zwar gibt es die auch für das, hat, jetzt muss ich aufpassen, das ist vom Mod-Autor selber hiermit, hier also wieder Original. Und hier sieht man, das sind auch, ich gehe mal mit Tab drüber, auch diese Fence-Frames. Und das Stückchen-Kit ist, glaube ich, sogar vom selben Autor. Und er hat natürlich dann das hier entsprechend in seinem eigenen Baumod auch für dieses Baumod diese Frames und bereitgestellt. Es gibt jetzt keine spezielle Türe vom Aussehen her für dieses Baumod, weil da die Tier 2 völlig okay ist. Und wenn wir jetzt mal uns das von außen anschauen, das sieht doch cool aus, oder? Also diese zinnartigen Aussparungen. Und da, wie gesagt, eben habe ich dieses Mod, was eigentlich, das sind diese
Frames. Das habe ich hier missbraucht. Aber es sieht cool aus. Ist stabil, läuft unter, klar hier, Exiled Land, läuft unter Isle of Sipta. Läuft, funktioniert problemlos. Da oben sieht man auch nochmal, ich habe da diesen ganzen Wall oben mit diesen Frames versehen. Und auch hier wieder, wo habe ich es hier? Hier habe ich auch, das ist jetzt so ein Tier 3 Fence. Ja, zusammen auch wieder mit dem, mit einem anderen Baumod, der Wooden Fence Frame. Lasst mich mal ganz kurz gucken, ich mache mal Pause, ich schau mal, wo der Wooden Fence Frame dabei ist. Okay, da bin ich wieder. Also das, die Framesets, die man, diese Wooden, die wir gerade gesehen, die hölzernen, die sind im Originalset von Exile Architect dabei. Und diese Stückchen, die sind also wirklich auch hier im Stückchen Fence Frame, als Stückchen Fence Frame im Stückchen Building Set dabei. Ich schau mal ganz kurz. Fence, da haben wir. Da waren, glaube ich, keine dabei, Halbhoden. Nein. Das heißt, da muss man was anderes verwenden. Das sind die normalen Stockade. Jetzt muss ich mal kurz durch. Weil manche Mod-Autoren haben das natürlich die Idee übernommen. Wobei ich glaube, dass die hier alle vom selben sind. Also Stückchen May Building Kit, dann das Fence Gate Kit und was war das dritte? Exile Architect. Ich glaube, das sind alle drei vom selben Mod-Autor. Müsste ich mal nachschauen. Auf jeden Fall hat man eben hier dann diese verschiedenen Frames und dann allerdings hier nur diese drei Türen oder Tore, ja, Zauntore. Ja, wie gesagt, funktioniert prima, ist stabil, läuft in allen mir bekannten, also von mir genutzten Mods, Umgebungen und zusammen mit allen von mir genutzten Mods. Und ich bin der Meinung, ich hatte es damals auch in meinem IWA-Gameplay auch mit drin, weil es einfach zu meinem Standard-Repertoire gehört. Das ist so, diese ganzen Building-Kits sind immer so Standard, wenn ich ein neues Gameplay mache, sei es jetzt solo oder auf einem meiner Server, dann ist das immer mit dabei. Ja, das war's schon zu diesem Mod. Wenn es euch gefallen hat, ich verlinke wie immer im Kommentar den Link in den Steam-Workshop rein, mit ID allen drum und dran. Wenn euch solche Shorties hier gefallen, wenn euch solche Vorstellungen von den Mods, gebt mal einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr sehen wollt. Gerne auch den Channel abonnieren und wenn ihr bestimmte Mods vorgestellt bekommen wollt, schreibt mir einfach einen Kommentar. Ich schaue, ob ich das Mod schon irgendwann mal im Einsatz habe in meiner abonnierten Liste, die deutlich länger ist wie das, was ich aktuell über alles einsetze. Ich teste verschiedene Sachen auch. Dann kann ich das einfach vorstellen und wenn es noch nicht in meiner Liste ist und ich es noch nicht getestet habe und es in meinen Stil passt, wie ich spiele, dann nehme ich das gern auch mal und schaue mir es genauer an. Das war's für diese Folge. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut, tschüss, bye bye und ihr wisst ja, ne? Immer schön gesund bleiben. Tschüssi.